sind Sie bereit, eine völlig neue Perspektive auf die Figur Jesus zu erkunden? In diesem Video tauchen wir tief in eine provokante Diskussion über die Spiritualität von Jesus ein, auf eine Weise, die Sie noch nie zuvor gesehen haben. Wir werden hinterfragen, was traditionell gelehrt wurde, und unseren Geist für esoterische Möglichkeiten öffnen, die über die Jahrhunderte hinweg vergessen oder sogar verborgen wurden. Haben Sie sich jemals gefragt, ob es mehr in den Lehren Jesu gibt, als das Auge sieht? Was, wenn es Aspekte seiner Spiritualität gibt, die sich mit mystischen Praktiken wie der Öffnung des dritten Auges alignieren, die oft als Tabu betrachtet werden? Dieses Video enthüllt nicht nur diese überraschenden Verbindungen, sondern bietet auch eine neue Art, die Schriften und das Leben Jesu zu betrachten. Dieses Video zu sehen, könnte nicht nur Ihr Verständnis des Bekannten erweitern, sondern auch Ihre spirituelle Reise bereichern. Sie werden Einsichten entdecken, die Ihre Art, mit dem Göttlichen zu interagieren, verwandeln könnten und verstehen, wie tiefe spirituelle Konzepte Teil des Lebens und der Lehren Jesu sein könnten. Verpassen Sie nicht die Chance, Jesus in einem neuen Licht zu sehen. Entdecken Sie, wie tiefgreifende und sogar kontroverse spirituelle Lehren neue Perspektiven auf Ihren Glauben und Ihre spirituelle Praxis bieten können. Sind Sie bereit, Ihren Geist zu öffnen und alles in Frage zu stellen, was Sie wissen? Dann ist dieses Video ein Muss für Sie. Bevor wir zum nächsten Teil dieses Videos übergehen, möchte ich Sie zu einer Aktion einladen, die entscheidend für unsere gemeinsame Reise ist. Wenn Sie diesen Inhalt als wertvoll empfinden, ziehen Sie bitte in Erwägung, den Kanal zu abonnieren, dieses Video mit Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen, die ebenfalls von diesen Informationen profitieren könnten, und hinterlassen Sie unten einen Kommentar mit Ihren Erfahrungen oder Fragen zur Realitätsprüfung. Ihre Interaktion ist entscheidend dafür, dass wir weiterhin Themen erkunden können, die Wahrnehmungen und Leben verändern. Zusätzlich habe ich eine besondere Gelegenheit für Sie, wenn Sie Ihr Verständnis und die praktische Anwendung der Konzepte, die wir diskutieren, weiter vertiefen möchten. Im ersten Kommentar dieses Videos finden Sie einen Link. Klicken Sie darauf, um Zugang zu exklusiven Ressourcen zu erhalten, die Ihr Verständnis darüber erweitern, wie die Realitätsprüfung als Brücke zu einem erfüllteren und realisierten Dasein dienen kann. Denken Sie daran, Wissen ist nur der Anfang. Die Anwendung dieses Wissens ist es, die unser Leben wirklich verändert. Verpassen Sie nicht diese Chance, Ihren Weg zur Selbsterkenntnis und persönlichen Ermächtigung zu vertiefen. Klicken Sie jetzt und beginnen Sie, Ihre Perspektive auf die Welt um Sie herum zu transformieren. Gemäß alten Texten war Osiris, der Vater von Horus, der erste Herrscher Ägyptens. Aber er wurde von seinem jüngeren Bruder Set verraten und ermordet. Horus, als rechtmäßiger Erbe, verwickelte sich in mehrere Schlachten gegen Set, um die Dynastie seines Vaters wiederherzustellen. Die Berichte dieser Kämpfe betonen die mythische Bedeutung des Vedjat. Laut einem Dokument mit dem Titel »Die Streitigkeiten von Horus und Set«, datiert auf 10.000 v. Kürzen, riss Set während eines Duells die Augen von Horus heraus und vergrub sie in der Nähe eines Hügels. Später fand die Göttin Hathor, die mit Mutterschaft und Fruchtbarkeit assoziiert wird, die Augen, goss Gazellenmilch darüber und am nächsten Morgen sprießten sie wie Lotusblumen. Eine andere Version der Geschichte, gefunden in einem Papyrus, erzählt, dass Isis, die Mutter von Horus, die Augen fand und bewässerte, woraufhin sie in Form der ersten Reben sprießten, aus denen der erste Wein hergestellt wurde. Diese mythologischen Erzählungen heben die symbolische Bedeutung des Auges von Horus hervor, wobei Lotus und Wein häufige Elemente in den Opfergaben an die Götter in Ägypten waren, was die symbolische Verwendung dieses Auges in religiösen Praktiken unterstreicht. Darüber hinaus behauptet eine weitere mythologische Version, dokumentiert in den Pyramidentexten und im Totenbuch, die bis in die Anfänge der ägyptischen Zivilisation zurückreichen, dass das Auge von Horus durch Tod, den Gott der Schrift und des Wissens, wiederhergestellt und mit dem Mond assoziiert wurde. Diese Wiederherstellung des Auges wird in den Mondphasen metaphorisiert, wobei das kleinere Auge den Mond und das größere Auge die Sonne repräsentierte, beide als die großen Augen des himmlischen Gottes Horus angesehen. Die herkömmliche Sicht auf Jesus im Christentum ist die eines spirituellen Meisters, eines göttlichen Retters mit einer tiefen Verbindung zu Gott. Wenn wir jedoch die Schriften und esoterischen Texte erkunden, entsteht ein neues Bild. Jesus als ein Meister mit einer hohen spirituellen Wahrnehmung, oft in Verbindung mit dem dritten Auge in östlichen Traditionen gebracht.
Dieses Konzept, das Hellsehen, tiefe Intuition und spirituelle Weisheit repräsentiert, ist in den Zwischentönen der Lehren Jesu erkennbar. Indische Traditionen, wie im Bhavishya Purana und im Rajatarangini beschrieben, deuten darauf hin, dass Jesus, bekannt als Issa, in Indien lebte und lehrte, von lokalen Weisen lernte und Yoga praktizierte. Laut diesen Aufzeichnungen predigte er das Dharma und lehrte über Liebe und die Reinheit des Herzens. Im Evangelium von Matthäus sagt Jesus, die Lampe des Körpers sind die Augen. Wenn also deine Augen gut sind, wird dein ganzer Körper Licht sein. Wenn jedoch deine Augen schlecht sind, wird dein Körper finster sein. Dieser Vers, der oft wörtlich interpretiert wird, erhält eine neue Bedeutung, wenn wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Jesus sich auf ein spirituelles Auge bezog, das in der Lage ist, die Seele und den Geist zu erleuchten. Obwohl die Bibel das dritte Auge nicht explizit erwähnt, spielt sie indirekt darauf an, als das Auge des Geistes. Das dritte Auge wird oft als Zirbeldrüse identifiziert, die sich in der Mitte des Gehirns befindet. Diese zapfenförmige Drüse produziert Melatonin, einen Schlafregulator, und wird auch mit der natürlichen Produktion von DMT in Verbindung gebracht, einer Substanz, die Traumzustände und visionäre Erfahrungen begünstigt. Mystiker aus verschiedenen Traditionen haben gelernt, veränderte Bewusstseinszustände wie luzides Träumen und hypnotische Trance über die Zirbeldrüse zu erreichen. Es wird angenommen, dass solche Zustände eine direkte Kommunikation mit dem Göttlichen ermöglichen. Eine Vorstellung, die sowohl von christlichen Mystikern als auch von östlichen religiösen Traditionen geteilt wird, in denen das dritte Auge als das sechste Chakra anerkannt ist, ein Portal zur spirituellen Erleuchtung. Aus biblischer Sicht beginnt die spirituelle Erleuchtung mit der Taufe des Heiligen Geistes, bei der die Gläubigen mit dem Licht Christi erfüllt werden. Diese Erleuchtung markiert den Beginn einer fortlaufenden spirituellen Reise. In Korinther lesen wir, der natürliche Mensch empfängt die Dinge des Geistes Gottes nicht, denn sie sind ihm Torheit, und er kann sie nicht verstehen, weil sie geistig beurteilt werden. Jesus machte auch Referenzen zu einer Form der spirituellen Wahrnehmung. In Matthäus deutet er an, dass spirituelle Klarheit mit Reinheit und Fokus auf das Göttliche verbunden ist. Das dritte Auge wird als der Treffpunkt zwischen Gott und der menschlichen Seele wahrgenommen, wodurch spirituelle Visionen und Gaben wie Worte des Wissens und der Weisheit sowie offenbarende Träume erleichtert werden. Ein bemerkenswertes Beispiel in der Bibel ist Jakobs Auseinandersetzung mit Gott in Genesis, nach der er den Ort Peniel nannte, erklärend, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und mein Leben ist gerettet worden. Die Zirbeldrüse oder Peniel symbolisiert den Ort, an dem jeder einzelne Gott begegnet und die spirituelle Schlacht zwischen Gut und Böse ausficht. Im Mystizismus ist die Suche nach direkter Gemeinschaft mit Gott ein zentrales Thema. Christliche Mystiker wie die heilige Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz beschreiben tiefe spirituelle Erfahrungen und Visionen, die mit der Öffnung des dritten Auges vergleichbar sind. Sie sprechen über innere Erleuchtung und die Wahrnehmung spiritueller Realitäten durch intensive Kontemplation und Gebet. Diese Zustände der Ekstase und Vision werden durch die Reinigung der Seele und die auf Christus fokussierte Meditation erreicht. Die Gnostiker, eine alte christliche Sekte, verteidigten, dass okkultes Wissen, Gnosis, der Weg zur Erlösung sei. Für sie wurde wahre spirituelle Erkenntnis und die direkte Verbindung mit dem Göttlichen durch Introspektion und inneres Erwachen erreicht. Das gnostische Konzept, Gott innerlich zu erkennen, ist analog zur Öffnung des dritten Auges, wo die spirituelle Wahrnehmung erweitert wird und die göttliche Wahrheit direkt dem Suchenden offenbart wird. In Epheser 1,18 sagt Paulus, ich bete, dass die Augen eures Herzens erleuchtet werden, damit ihr die Hoffnung erkennt, zu der er euch berufen hat, die Reichtümer seiner herrlichen Erbschaft in den Heiligen. Hier bezieht sich Paulus auf die Augen des Herzens, die als eine innere spirituelle Sicht interpretiert werden können. Im Christentum können spirituelle Praktiken, die als Methoden angesehen werden könnten, das dritte Auge zu öffnen, kontemplatives Gebet, meditatives Schriftlesen, Fasten und Askese umfassen, Praktiken der Selbstdisziplin und des Verzichts, die den Geist und den Körper reinigen und den Weg für tiefere spirituelle Erfahrungen ebnen. Im Gegensatz zu dem, was viele glauben, ist das dritte Auge in uns allen vorhanden. Jeder wird mit einer spirituellen Wahrnehmung geboren, aber durch soziale Konditionierung und erworbene Überzeugungen kann sie verkümmern.
ähnlich wie ein Muskel, der nicht mehr verwendet wird. Jesus betonte, dass wir werden müssen wie Kinder, um das Himmelreich zu erben, und hob die Bedeutung von kindlicher Reinheit und Glauben hervor. Während wir unser spirituelles Leben pflegen, beginnen wir, die Welt klarer und mit mehr Unterscheidungsvermögen zu sehen, indem wir unsere Sichtweise mit der Gottes ausrichten. Einige Menschen glauben, dass das Öffnen des dritten Auges gefährlich ist oder zu dämonischer Besessenheit führen kann. Jedoch ist die wahre Öffnung des dritten Auges oder die Verbesserung der spirituellen Wahrnehmung eine Praxis, die mit der Suche nach einer tieferen Beziehung zu Gott übereinstimmt. Die Bibel ermutigt uns, Wahrheit und Wissen zu suchen. Es gibt nichts inhärent Dämonisches an einer spirituellen Praxis, die auf persönliches Wachstum und Gemeinschaft mit dem Göttlichen abzielt, solange sie mit der richtigen Absicht und in Harmonie mit den Lehren Christi durchgeführt wird. Dies transzendiert spezifische Religionen und bezieht sich mehr auf eine echte Absicht. Lassen Sie uns auf eine Reise spiritueller Entdeckung gehen, die christlichen Mystizismus mit der Praxis des dritten Auges kombiniert. Inspiriert von den Lehren Jesu und esoterischen Traditionen, zielt diese Praxis darauf ab, Ihre spirituelle Wahrnehmung zu vertiefen und Ihre Verbindung mit dem Göttlichen zu stärken. Wenn Sie Ihren Meditationsraum betreten, zünden Sie eine weiße Kerze an. Möge die Flamme das ewige Licht Christi symbolisieren. Platzieren Sie vor sich ein Jesus-Ikon oder ein Kruzifix als Fokuspunkt für Ihre Hingabe. Fühlen Sie, wie die Ruhe die Umgebung füllt und Sie von allen weltlichen Ablenkungen reinigt. Beginnen Sie mit einem Reinigungsgebet. Beten Sie das Vaterunser mit aufrichtigem Herzen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Lassen Sie die Worte Sie im gegenwärtigen Moment verankern. Setzen Sie sich bequem mit geradem Rücken hin und schließen Sie die Augen. Atmen Sie tief ein. Fühlen Sie, wie die Luft Ihre Lungen füllt und langsam entweicht, was Ruhe bringt. Visualisieren Sie ein goldenes Licht, das vom Jesus-Ikon ausstrahlt. Stellen Sie sich vor, wie dieses Licht durch Ihr drittes Auge, das sich zwischen den Augenbrauen befindet, in Ihren Geist und Ihr Herz eindringt. Rezitieren Sie still einen Schriftvers: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Lassen Sie diese Worte in Ihnen widerhallen und füllen Sie jede Ecke Ihres Bewusstseins mit Ihrer Wahrheit und Kraft. Wählen Sie einen Bibelvers über spirituelle Erleuchtung und meditieren Sie darüber. Lesen Sie den Vers langsam, mehrmals. Lassen Sie die Worte tief in Ihr Wesen eindringen. Meditieren Sie über deren Bedeutung und wie die Öffnung des dritten Auges ein neues Verständnis des göttlichen Lichts bringen kann. Sprechen Sie mit Gott über Ihre Gedanken und bitten Sie um Führung und Erleuchtung. Beruhigen Sie Ihren Geist und erlauben Sie sich, die göttliche Gegenwart zu spüren. Hören Sie mit offenem Herzen auf die Botschaften, die Gott für Sie haben könnte. Praktizieren Sie das Herzensgebet, eine Tradition der christlichen Mystiker. Wiederholen Sie eine kurze und kraftvolle Phrase wie: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, lass mich glücklich und gesund sein. Synchronisieren Sie dieses Gebet mit Ihrem Atem. Atmen Sie ein, wenn Sie Herr Jesus Christus sagen, und atmen Sie aus, wenn Sie lass mich glücklich und gesund sein sagen. Konzentrieren Sie sich auf das dritte Auge, während Sie das Gebet wiederholen, und spüren Sie die göttliche Energie, die dieses Zentrum der spirituellen Wahrnehmung erleuchtet und öffnet. Spüren Sie die Präsenz von Jesus, der Ihre Stirn berührt, wo sich das dritte Auge befindet, und stellen Sie sich ein helles Licht vor, das von seinen Händen ausgeht und Ihr Sein erfüllt. Visualisieren Sie dieses Licht, das Ihre Stirn berührt und das Gefühl der Verbindung und spirituellen Öffnung verstärkt. Seien Sie offen für alle Bilder, Gedanken oder Gefühle, die auftreten mögen, und heißen Sie Visionen und Botschaften willkommen, die sich als göttliche Anleitungen manifestieren könnten. Beenden Sie Ihre Praxis mit einem Dankgebet. Danken Sie Jesus für die Erleuchtung und die gewonnenen Einsichten. Dokumentieren Sie Ihre Erfahrungen, Einsichten und Botschaften in einem spirituellen Tagebuch, um so Ihre spirituelle Reise zu verstärken. Diese Praxis, die christlichen Mystizismus mit Esoterik verbindet, öffnet nicht nur das dritte Auge, sondern vertieft auch Ihre Beziehung zu Gott. Indem Sie Glauben und spirituelle Wahrnehmung verflechten, beschreiten Sie einen Weg göttlicher Erleuchtung, der Ihr Verständnis und Ihre Verbindung mit dem ewigen Christus erweitert. Möge diese Reise Ihnen Frieden, Klarheit und eine erneuerte Sicht auf die spirituelle Wahrheit bringen.
wenn Sie interessiert sind, mehr über das Christusbewusstsein zu erfahren und Ihre spirituellen Erfahrungen zu erweitern, ziehen Sie in Erwägung, am Programm Subliminal Booster teilzunehmen und dieses Projekt auch zu unterstützen. Weiterhin schauen Sie sich die Videos an und abonnieren Sie den Kanal für mehr inspirierende Inhalte. Befreien Sie sich durch Wissen, verwandeln Sie sich durch Wahrnehmung.